Hallöchen, Leute, und willkommen zu einem neuen, ich sag mal, Zwischen- oder Mini-Projekt. Das wird nicht allzu lange dauern. Wir spielen Mega Man 2 für den NES. Und das Ganze zum einen aus verschiedenen Gründen, sagen wir es mal so. Der erste Grund wäre, weil es einfach mein allererstes Mega Man war und ich das unbedingt mal spielen wollte. Und zum anderen will ich mir einfach selbst eine kleine Challenge auflegen, kann man sagen. Denn ich spiele das Spiel unter, ich sag's mal, verschlimmerten Regeln. Wir werden das folgendermaßen angehen. Ich werde komplett mit dem Megabuster durchgehen, durch die Stages, soweit es geht natürlich. Mega Man 2 kann man nicht Buster-only abschließen. Man muss teilweise die Boss-Weapons verwenden, da kommt man leider nicht drum rum. Ich will die Stages selbst ohne Schaden machen. Die Bosse versuche ich ohne Schaden zu machen, werde es aber wahrscheinlich bei den meisten einfach mangels Übungen nicht umgehen können. Versuch's aber natürlich soweit wie möglich und bei den Bossen natürlich entsprechend keine Bosswaffen verwenden, ist ganz klar. Also nochmal zusammengefasst, die Stages no hit, Buster only, die Bosse Buster only, soweit möglich. Und genau, ich würde sagen, wir legen los. Das Ganze wird gespielt im Hard Mode, natürlich, wie sich das gehört. Und da ich trotz allem in den Videos die Schwächen von den Bossen zeigen möchte, zeige ich nach jedem Run durch eine Stage nochmal den Boss mit seiner jeweiligen Schwäche. Nur damit man alles mal gesehen hat. Und wir gehen in der Reihenfolge vor, dass wir anfangen mit Metal Man. Schauen wir mal, wie das so laufen wird. Ich bin gespannt. Die Metal Man Stage ist an sich relativ einfach. Ich will noch dazu sagen, ich werde pro Video 2 Stages unterbringen. Denke ich, das kommt zeitlich gut hin. Außer ich hänge wirklich irgendwo ewig lang fest aus irgendwelchen Gründen. Aber naja, erst wollen wir hier an diesen Pressen vorbei. Das wird uns ein bisschen schwieriger gemacht durch die Fließbänder unten. Allerdings, wenn wir da so ein bisschen durch die Gegend hüpfen, ist das an sich kein Problem. Und wir kommen hier relativ unbeschadet durch. Na komm. Okay, das war fast ein Pixel zu weit. Macht aber nichts. Hier kommen wir zu eigentlich der größten Problemzone hier in der Stage. Hier haben wir diese lustigen Drills, die einem so ein bisschen das Leben zur Hölle machen wollen. Man kann das mit einer relativ einfachen Taktik angehen, denn sie können nicht in der direkten Nähe erscheinen. Das heißt, nicht direkt über oder unter einem. Aber das heißt nichtsdestotrotz nicht, dass sie einem trotzdem nicht auf den Geist gehen können. Es gibt wesentlich schnellere Methoden als die ich hier anwende, um hier durchzukommen. Allerdings ist das hier meiner Meinung nach die sicherste, indem ich einfach wirklich da ganz vorsichtig vorgehe. Denn ich will ja keinen Schaden nehmen. Das wäre ziemlich blöd. Und das Ganze wird mir durch das Fließband da vorne nicht gerade vereinfacht. Ich bin mal gespannt, ob ich da durchkomme. Okay, komm. Weg, weg, weg. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das war ein bisschen knapp. Okay. Na komm. Komm. Na, gib mir aus dem Weg. So. Okay, prima. Hier sind wir durch. Okay, das war so eine wirklich der Problemstellen, vor denen ich jetzt den meisten Respekt hatte. Der Rest der Stage, wenn ich mich nicht allzu blöde anstelle, sollte machbar sein. Hier kommen wir mit dem Item 1 hoch. Allerdings, in einem Buster-Only-Run kommen wir an dieses Extra Life leider nicht ran. Da vorne treffen wir einen neuen Gegner. Diese lustigen Clowns auf Zahnrädern können wir ganz einfach erledigen, indem wir diese Zahnräder hier... Die Zahnräder wegballern und dann fällt auch der Clown in den ewigen Abgrund der Hölle. Ui, das war sogar ein bisschen knapp, aber noch gar kein Problem. Hey, ein Extra Life, wie lieb. So, hier haben wir noch einen von euch. Okay. Du, nein, 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 nein. Dich will ich hier nicht mehr haben. Hier warten wir, na. Ich bin zu langsam. Hier warten wir, bis er am Rand ist. Und, wow, wenn ich jetzt noch treffen würde. So, prima. Dann können wir uns hier drunter verstecken und können ihn nochmal treffen. Ganz easy an sich. Okay. Und da oben haben wir den letzten. Da warten wir, bis er vorne am Rand ist. Und zack. Und nochmal.
Noch nix Drive, meine Güte. Den E-Tank da unten könnten wir uns mit dem Item 2 holen, das ich allerdings nicht habe. Und, ja, ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob man den Sprung auch ohne das Item 2 schaffen würde. Ich will es nicht unbedingt probieren. Und hier sind wir schon beim Boss. Wunderbar. Läuft ganz vorzüglich, würde ich sagen. Schauen wir doch mal, was uns erwartet. Das hier ist Metal Man, ist grundsätzlich relativ einfach an sich. Wir haben hier ein Fließband, das ein bisschen gegen uns arbeitet. Dieses Fließband kann während des Kampfes die Richtung wechseln. Da bin ich getroffen worden, schade. Oh, sogar zweimal, meine Güte. Metal Man springt in drei verschiedene Höhen nach oben. Einmal so einen einfachen Sprung, dann macht er einen mittelhohen Sprung und einen ganz hohen Sprung. Und je nachdem, wie hoch er springt, wirft er entweder eine Kreissäge, zwei oder drei. Und normalerweise sollte man diesen Boss wirklich ohne Probleme No-Hit schaffen. Ich stelle mich nur gerade echt blöde an. Na komm, stirb so. Aber wie gesagt, die Bosse will ich ja nicht unbedingt No-Hit machen. Irgendwo ist auch einfach mal gut, muss man sagen. Ne? Bei dem Boss kann ich übrigens die Schwäche jetzt noch nicht zeigen, nur falls sich jetzt jemand wundert. Das werde ich dann im Rematch machen, denn die Schwäche von Metal Man ist seine eigene Waffe. Interessanterweise. Aber, naja, für die, die es interessiert, hier ist das Passwort, um die Metal Man Stage abgeschlossen zu haben. Für die, die da vielleicht einfach ein paar Passwörter haben wollen. Als nächstes gehen wir Flashman an. Und auch hier denke ich, dass wir relativ problemfrei durchkommen könnten. Die Flashman Stage. Diese Stage hat eine kleine Besonderheit, und zwar rutschigen Boden. Wenn wir uns irgendwo entlang bewegen, rutschen wir erstmal eine ganze Weile, bis wir tatsächlich zum Stehen kommen. Das Ganze können wir unterbinden, indem wir einfach kurz in die Luft springen und wir bleiben sofort an Ort und Stelle stehen. Als erstes treffen wir hier auf einen neuen Gegner, der mir jetzt schon ein paar Schwierigkeiten bereitet hat. Und ich habe jetzt schon das Timing verkackt. So, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Okay, ist er nicht mehr dazu gekommen. Prima. Die feuern immer 6 Schüsse nach vorne. Dann wechseln sie die Richtung nach oben. Und wow, 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 wow. Okay. 3, 4, 5, 6. Prima. Da unten haben wir noch eine kleine Besonderheit. Was heißt da unten? Im nächsten Raum. Also quasi hier unten. Und zwar einen lustigen Sprungroboter, der uns ziemlich auf den Geist gehen kann. Deshalb werde ich mich gar nicht drum kümmern, den großartig zu bekämpfen, sondern weich ihm einfach aus. Hier will ich mich ganz links halten. Ansonsten werden wir von dem Gesellen hier getroffen. Dann muss ich mal schauen, will ich hier nach unten? Dann muss ich mich nämlich nicht mit weiteren Gegnern rumschlagen. Hier wollen wir rechts die Wand ein bisschen kuscheln. An denen hier kommen wir nämlich meines Wissens nach ohne Schaden echt nicht vorbei. Gehen wir hier entlang, schmuggeln uns an dem kleinen Gegner vorbei. Der Bot hier interessiert mich überhaupt nicht. Wie man sieht, man kann wirklich einen Haufen Gegner hier einfach überspringen. So, und jetzt wollen wir uns wirklich oben halten. So, und hepp, hier nach unten. Und den hier können wir so ein bisschen austricksen, indem wir ihn so ein bisschen nach links lenken. Und dann einfach aus dem Bild rausscrollen. Macht uns das Ganze wesentlich einfacher. Und wir sind bereits im Bossraum. War gar nicht so einfach. Aber egal. Das werdet ihr noch sehen. Denn ich werde auch entsprechend so ein paar Outtakes zeigen. Flashman ist eigentlich relativ einfach. Man sollte relativ nah an ihm dranbleiben und sich am besten nicht von ihm erwischen lassen, so ungefähr. Prima. Und entsprechend über ihn drüber hupfen, schauen, wann er seinen Flash aktiviert. Und dann kann man entsprechend ihn ohne Probleme umholzen. Das ist übrigens auch eine ähnliche Taktik, wenn man das wirklich No-Hit machen möchte. Allerdings, wie gesagt, No-Hit bei Bossen mache ich vielleicht irgendwann mal. Vielleicht. Eieiei. Die Stage hat es mir ein bisschen gegeben, muss ich sagen. Meine Güte. Aber wie gesagt, werde ich alles zeigen in einem entsprechenden Outtake-Video.
Außerdem bekommen wir zum einen den Flash Stopper, das heißt die Waffe von Flashman, und wir bekommen das Item 3. Das ist eine kleine Plattform, die sich an Wänden hochhangeln kann und mit der wir unerreichbare Plattformen erreichen können. So, ich zeige noch mal kurz das Passwort, damit sich das jeder schön notieren kann. Da hätten wir dann abgeschlossen Metalman, Flashman und wir haben Item 3. Und wir gehen wieder zurück in Stage Select Screen. Bevor wir uns allerdings über die nächsten Gegner machen, möchte ich nochmal ganz kurz zeigen, wie man Flashman mit seiner Schwäche besiegt. Bis gleich. Hier sind wir wieder vor Flashman. Und Flashmans Schwäche, seine primäre Schwäche, ist wie bei vielen, vielen, vielen Bossen in diesem Spiel, muss man wirklich sagen, die Waffe von Metalman. Und ich mag die Waffe wirklich sehr, denn sie kann zum einen in verschiedene Richtungen gefeuert werden und sie verbraucht fast nichts an Waffenenergie. Das ist total gut. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell wir Flashman mit seiner Schwäche dann umnudeln können. Ja, komm, das war's. Ganz easy. Wirklich ganz, ganz easy. So, da sind wir wieder im Stage Select Screen. Allerdings, wie gesagt, zwei Stages pro Video. Wir haben Metalman und Flashman besiegt. Als nächstes gehen wir dann die nächsten beiden Robotmeister an. Allerdings war es das erstmal von mir aus hier, würde ich sagen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann gleich nochmal bei den Outtakes. Bis dahin. Na komm. Jawohl. Yep. Ne, das war blöd. Das war ziemlich knapp. Okay, komm schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Die Stage selbst ist relativ übersichtlich. Es ist ganz schön, dass man hier relativ wenige Gegner bekämpfen muss, wenn man es richtig macht. Und wenn man es falsch macht, rennt man einfach in den nächsten Gegner rein. Ist ja super. Die größte Problematik der Stage kommt jetzt gleich, nachdem wir den hier umgehauen haben. Nämlich ein lustiger Sprungroboter-Dingen. Der hier. Unter dem wollen wir einfach durch. Wir haben hier am Anfang gleich einen kleinen Gegner, den wir umhauen wollen. Der feuert 6 Schüsse ab, wechselt dann die Richtung. Allerdings gibt es natürlich auch hier so einige problematische kleine Gegner. Zum Beispiel diese hier, die erstmal 6 Schüsse nach vorne feuern und dann... Au. Hier haben wir einen kleinen Gegner, der erstmal 6 Schüsse nach vorne feuert, bevor er mich trifft. Die Stage selbst hat einen neuen Gegner, den wir hier treffen, nämlich dieses kleine Ding hier, das erstmal 6 Schüsse nach vorne feuert, bevor es dann mich voll in die Fresse trifft, ne? Du mich auch. Hier haben wir einen neuen Gegner, der erstmal 6 Schüsse nach vorne feuert und dann mich trifft. An dir kommt man wirklich nicht schwierig vorbei. Jetzt wollen wir erstmal an dem Gesellen hier vorbei. Das war ein bisschen zu früh. Ich will aber währenddessen gerade mal was anderes gucken. Ob es da nicht einen einfachen Weg an den Typis vorbei gibt? Nein! Obwohl... Moment. Vielleicht komme ich doch an dir vorbei. Nee. Keine Chance. Jetzt wollen wir erstmal an dem hier uns vorbei quetschen. Oder auch nicht.